Bams! So, endlich. Damit ist die zweite Tür auch offen. Ich gehe zuerst in die linke, weil da blau, schön Wasser, cool. Und mal sehen, was gibt's denn hier? Nee, warte mal. Verdammt. Ich gucke erst in die zweite Tür. Ja, genau, zieh mir jetzt noch mehr Leben ab als vorhin. Was ist denn hier? Nichts. Gut, hier ist nichts. Das hilft mir unglaublich weiter. Warum ist meine 180 Grad Drehungstaste jetzt anders belegt? Ne, warte mal. Doch, die ist anders belegt. Die war vorher auf dem Dingens Pfeil. Jetzt ist er auf Y. Ich verstehe es nicht. Also deutsche Tastatur, ne? Ist klar. Hände an den Kopf. Genau. Bring mich zu von Koi. Zwei Desert Eagles. Ist ja nicht so, dass die schwer aufzutreiben sind oder so. Eigentlich sollten wo die ja dann hin? Auch mehr schaffen. Sie verschwenden ihre Zeit. Immer dieses negative Denken. Leuten wie dir müsste man mal Manieren beibringen. Und jetzt erzählst du mir, wohin er will. Sonst ist deine Zeit hier abgelaufen. Alexandria. Ja. Toll. Wir waren nämlich noch gar nicht in Alexandria anscheinend. Merkt niemand, dass wir das sind. Deine Belegschaft wird voraussichtlich etwas später eintreffen. Lara sieht so scheiße aus in den Teilen. Hallo, Seth. Okay, der Kerl hat's hinter sich. Frage, warum kommt dieser Loading Screen? Das hatten wir doch schon. Da waren wir doch schon im vorherigen Level. Ich kapier's nicht. Ich habe sogar noch einen Speicherslot davon. Ah ja. Nee. Das sieht scheiße aus. Das war nicht nur ein bisschen scheiße, das sieht sehr scheiße aus. Okay. Dann, Moment, mache ich noch einen zweiten Speicherstand. Und dann geht's los. Drücken wir mal die Hebel. Kann ja nicht schaden. Ja? Dann geht die Tür auf. Okay. Und dieser Hebel fehlt. Ja, das ist toll. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Ein paar Zentimeter fehlen. Das war so klar. Wisst ihr, ich hasse Diagonalsprünge. Ich hasse sie einfach. So. Nein, nicht Q. F1 in diesem Emulator. Diese Tür scheint man aufmachen zu können, sonst wäre da kein Türknopf. So. Ja, die Kameraperspektive ist mal wieder 1A. Mein Respekt an die Entwickler. Core Design. Fuck you, Design. Hier drin scheint niemand zu sein. Warum ist da drin niemand? Warum Gefängniszellen, wenn da niemand drin ist? Och nö. Diese Gegner schon wieder. Ich dachte, ich hätte genug von denen. Anscheinend nicht. Aua. Die Strategie kennen wir ja noch. Drehen, schießen. Drehen, schießen. Nein, drehen, schießen. Drehen, schießen. Und aus. Gut. Ist da jemand drin?
Na, ist ja auch egal, da wird eh keiner drin sein. So, dann können wir hier wieder raus. Und sind am Ende des Zuges, oder? Nein, noch gar nicht. Sah so aus. Ja, ist toll, dass du in der Luft schwebst ein wenig. Oh, wie toll. Da freue ich mich jetzt. Kommt ein bisschen spät, die Animation. Ne? Ficken. Mit zwei zu kämpfen ist nicht so toll. Hallo? Schießt du vielleicht auch mal den richtigen an? Bist du irgendwie bescheuert? Lara. Lara ist so eine behinderte Nutte, ne? Sie kann einfach gar nichts. Das ist schlimm. Schlimm ist das. Andere Waffe. Gewehr oder Uzi? Ja. Was ist das für Schrotammo? Na, normale Ammo. So. Wegstecken. Tür aufmachen. Wieder nehmen. Auf die Kamera warten. Vorspulen. Weiter. Speichern. Ja genau, schieß auf den Falschen, während der andere vor dir steht. Och Lara, du bist so intelligent. Ne? 10 Punkte für ihre Intelligenz. Ne, 5 Sterne für ihre tolle Intelligenz. Sie ist auch noch künstlich, die Intelligenz. Ich glaub's nicht. Naja, das merkt man jedenfalls. So. Ich hab dich runtergeschmissen. Jetzt fühle ich mich cool. Und da drüber... Ist ja auch nicht so... Ja, ergibt Sinn. Wir werden nicht irgendwie vom Wind zurückgestoßen oder so. Ist nicht so, dass wenn man in der Luft ist, eigentlich nach hinten fallen würde. Gut, an der Tür kann man nichts machen. Da kann man genauso wenig was machen. Oh, ich weiß, ihr mögt das Geräusch. Kommt. Oh. 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 Okay. Jetzt wird es langsam eintönig. Wortwörtlich. Also lassen wir das mal. Wortwörtlich, genau. Hier hoch. Und wo sind wir jetzt? Kann man die Luke aufmachen? Nein. Okay. Dann ja, doch, man kann sie aufmachen. Beziehungsweise man nicht, aber die Ninjas halt. Ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich dachte, die Superkamerafahrt hätte mich jetzt getötet. Naja. Jo, komm, stirb zuletzt. Vielleicht wird mich ja noch eine tolle Kamera schützen. Warum hat der jetzt eine Mumme? What the? Ich hasse diese bescheuerte Steuerung von diesem Spiel. Meine Fresse, Co-Design. Warum? Warum lasst ihr Lara noch 5 Meter weiterlaufen, nachdem man die Taste losgelassen hat? Ich verstehe es nicht. Okay. Das heißt, Bams, Bams, Bams. Warum bist du noch nicht tot? Warum bist du noch nicht tot? Och, meine Fresse, Core Design. Mach doch mal vernünftige Kamerafahrten und nicht so ein Schrott. Meine Fresse, es kotzt mich einfach nur noch an. Dieser Scheiß. Mann. Bams. 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 So. Die beste Kamerafahrt ever. Rein hier. Gibt's hier was? Ja, ein Medikit. Cool. Bringt mir leider nicht so viel. Aber whatever. Wo kommst du jetzt her? Ist er gerade wirklich... Oh, wie geil. Naja, dumme KI hat auch was, ne? Ja. Ich meine, wenn jeder Gegner 5 Schüsse von einem Schrotgewehr aushält, ist nicht so toll. Da ist es schon realistisch, wenn die einfach mal vom Zug runterspringen. Genau, beim letzten Schuss macht er noch seine tolle Abwehrtechnik. Ich hasse diese Gegner. Echt, ich hasse sie. Kann ich
Nein, das ist zu weit. Ich wollte da drauf springen, weil sonst rutsche ich ja runter. Aber egal. So, was gibt's denn hier? Außer eine verschlossene Tür. Gibt's hier nichts? What? Wir kommen jetzt wieder raus. Oh, okay. Das ist natürlich tief genug. Das ergibt natürlich Sinn. Klar, ja, klar. Okay. Das war ungewollt. Das war noch ungewollter, ja. Wir kommen jetzt da hoch. Warum hältst du dich nicht einfach oben fest? Dass sie es immer kompliziert machen muss. Ne, das ist definitiv zu weit. Das war der Maus.